Der RMF-Charger hier ist für mehrere Batterien konzipiert. Der geht von 1S Lithium, 2S Lithium, 3S Lithium bis 12 Volt Bleibatterie. Hier drüben kann man dann den Stecker praktisch reinstecken, wenn man 12 Volt Bleibatterie laden möchte. Und dann sind hier nochmal zwei verschiedene Stärken. Es sind zwei Trafos eingebaut, A2 Ampere, und die haben verschiedene Abgänge. Und die kann man damit hier eben dann abfassen, diese Abgänge. So, momentan haben wir einen 1S-Lithium-Akku dran. Und wenn wir hier auf Stufe 1 schalten, dann haut er ungefähr 400 bis 500 mA an den Akku. Bei der Voltzahl, ne? Je voller der Akku wird, desto weniger Ampere nimmt es auf. Ihr müsst dann trotzdem aufpassen. Also eine Ladeabschaltung ist hier nicht verbaut. Wenn möglich, dann einen Lithium-Akku nehmen, der schon eine Ladeabschaltung mit drin hat. Ansonsten hier dann eben Ladeschlussspannung beobachten. So, und hier auf Stufe 2 hat er dann so um die 600 mA bis 700 mA im 1S-Modus. Im 2S-Modus hat er auf der ersten Stufe um die auch um die 400-500 mA, in der zweiten Stufe so 700-800 mA. In der dritten Stufe ist die Stufe 1 bei 600 mA und die Stufe 2 dann bei schon 1,5 Ampere. Wenn der Akku richtig leer ist, ne, wenn er schon ziemlich voll ist, zieht er dann ungefähr noch so 900 mA. Und der 12-Volt-Anschluss, damit kann man dann auch Autobatterien wieder hinbekommen. Der lädt dann, also wenn die Autobatterie ungefähr bei 13 Volt ist, lädt er hier noch ungefähr mit 1,5 Ampere. Und wenn die Batterie leer ist, dann zieht er hier schon seine 2 bis 3 Ampere. Diese ganzen Akkus kann man also mit dem einen Ladegerät laden. Hier drüben ist nochmal eine 7,5 Ampere Sicherung drin, falls man so einen Akku doch mal verkehrt rum anschließt. Ach so, und dann ist hier hinten noch ein Schutzkontaktstecker rangekommen, wo die Erde ans Gehäuse mitgeklemmt ist. Für die Zusatzsicherheit sozusagen. Okay.